My name is Sophie. I suffered from fibromyalgia and extreme fatigue syndrome for about 24 years. Today I'm fully healthy. And now I would like to pass on everything I've learned about health and healing and more to support those who are still on a journey. And this is why I create this documentary series and podcast, The Puzzle of Healing. Ich bin heute hier mit der Ulrike Prunk. Sie ist Sozialarbeiterin einer Familienberatungsstelle und eigener Praxis und sie hat eine Ausbildung in der Klopfakupressur. Und die Klopfakupressur ist heute unser Thema. Wir haben das Video eigentlich schon vor ein paar Tagen gedreht und hatten dann leider ein Tonproblem. Das heißt, die Ulrike war so lieb und mit mir jetzt nochmal den Anfang zu wiederholen. Was wir allerdings aus dem Originalvideo nehmen werden, ist das tatsächliche Beispiel der Klopfakupressur. Weil da sind einfach ganz spannende Dinge passiert. Wir wollten einfach was demonstrieren und dann ist bei mir tatsächlich ein Thema aufgetaucht, was wir tatsächlich weggeklopft haben. Und das war einfach so spannend, dass wir gesagt haben, komm, egal Ton, das werden wir verwenden. Also hier jetzt nur nochmal der Anfang mit dem Beispiel aus dem letzten Video. So, hallo Ulrike. Hallo. Danke, dass du dir die Zeit nochmal nimmst dafür. Sehr gerne. Dann erzähl doch mal, was ist die Klopfakupressur? Ja, Klopfakupressur ist eine Energiearbeit und lässt sich eigentlich am besten vergleichen mit Akupunktur ohne Nadeln, nämlich mit unseren Händen, die wir immer dabei haben. Die Akupunktur basiert ja darauf, an den Energiebahnen oder Meridianen zu stechen. Das kommt aus der traditionellen chinesischen Medizin und genau so arbeiten wir auch. Wir arbeiten an den Energiebahnen, die beidseitig durch den Körper laufen. Und man geht davon aus, dass Ängste oder negative belastende Gefühle Blockaden in diesen Energiebahnen sind. Und mit dem Klopfen an diesen Anfangs- und Endpunkten der Meridiane lösen wir diese Blockaden auf. Durch dieses rhythmische Klopfen wird im Grunde der Stress reduziert im Gehirn, der durch diese Gefühle und die Ängste entstanden sind. Und dadurch gehen die Ängste weg. So könnte man. Ach, das ist spannend. Ja, ist super spannend. Und ist es quasi, wenn du sagst Stress und Ängste, gibt es eine Grenze? Kann man alles damit quasi behandeln oder gibt es irgendwelche Themen, bei denen man vorsichtig sein müsste? Also mein Gefühl ist, dass man eigentlich fast alles damit behandeln kann. Auch alte Glaubenssätze, wirklich belastende Gefühle, Schuldgefühle, eigentlich alle. Es sind etwa 3600 Ängste erforscht. Alle Ängste, die es gibt, ja, das ist Wahnsinn. Es gibt eine Grenze, man soll nicht klopfen mit Menschen, die in einer Psychose sind, bei Schizophrenie, bei starken Depressionen und bei Schwangerschaft in bestimmten Trimestern soll man ein bisschen vorsichtig sein, weil es halt so eine energievolle Arbeit ist, wo man noch nicht genau weiß, was es mit dem Fötus macht. Aber ansonsten, mein Gefühl ist, und so auch wie ich es praktiziere, ist es für fast alles einsetzbar. Das ist wunderbar. Und wenn du sagst, man hat es noch nicht ganz erforscht, das heißt, wie weit ist das Thema denn erforscht? Wie viel wissen wir darüber? Also es gibt viele Studien. Es gibt natürlich Studien zur Akupunktur, aber es gibt auch mittlerweile schon viele Studien, vor allen Dingen aus den USA, über die Akupressur. Oder man nennt es auch EFT nach Gary Craig. Aber die Ausbildung, die ich habe, heißt Klopfakupressur. Eine sehr bekannte Studie, neben Studien zum Beispiel an Kriegsveteranen, ist eine Studie von dem David Feinstein. Das war 2003 oder 2004. Er hat mit einem Kollegen in einer Klinik mit 5000 Angstpatienten gearbeitet und da eine Studie gemacht. Sie haben die Angstpatienten in zwei Gruppen geteilt und die eine Hälfte wurden mit normalen klinischen Therapien therapiert und die andere Hälfte wurde nur mit Klopfen oder EFT nach Gary Craig praktisch behandelt. Dabei kam raus, dass 63% der Patienten, die im normalen klinischen Verlauf behandelt wurden, danach sozusagen symptomfrei oder sehr geheilt waren oder als geheilt entlassen wurden. 63%. Die mit denen nur mit Klopfen gearbeitet wurde, waren 90% absolut symptomfrei, nachhaltig und einer viel kürzeren Verweildauer in der Klinik. Das ist eine ganz, die findet ihr sofort, wenn ihr googelt, diese Studie. Und in dieser Studie wurden auch bildgebende Verfahren eingesetzt, also MRT, wo man auch festgestellt hat, dass wirklich im Gehirn sich was verändert, dass die Stressstruktur sich verändert, dass, was man auch farblich im Grunde fokussieren kann, dass wirklich die Struktur des Gehirns und die Stressareale sich reduziert haben. Das ist der Hammer. Das ist echt, also wenn du mir da einen Link schickst, dann würde ich das auch nochmal unbedingt in die Videobeschreibung einbetten für alle, die da interessiert dran sind. Wie war denn dein Weg zu dieser ganzen Methode und wie war deine Ausbildung? Was hast du da so gelernt? Ja, okay, ich habe schon immer mit Menschen gearbeitet, die in Krisen sind und auch traumatisierten Menschen. Vor allen Dingen jetzt in der Flüchtlingswelle habe ich mit traumatisierten Kindern auch in der Beratungsstelle gearbeitet und habe da auch Vorträge gehalten und war bei einem Vortrag im Kindergarten
Und danach sprach mich eine sehr nette Erzieherin und sagte, hier Frau Prunk, mein guter Freund aus den USA ist gerade da, der macht sowas mit Klopfen, das kann man auch bei Trauma machen. Wollen Sie das mal lernen? Ich sage, natürlich, das war so vor 3 Jahren. Also habe ich ihn besucht, den Fred Sauer. Ich glaube, den willst du auch nochmal interviewen. Der hat auch dazu Literatur verfasst. Eigentlich ein Ingenieur, der seit 12 Jahren dem Klopfen verfallen ist und da sehr viel forscht. Ja, und dann war ich bei ihm und er hat mir gar nicht viel erklärt. Er hat gesagt, ah, Frau Prunk, haben Sie irgendwas, ein Erlebnis, was Ihnen ganz schlechte Gefühle macht, wo Sie sofort, oh, wo sich was zusammenzieht, wo Sie sofort, oh, wo Sie auch körperlich was merken, und hat mich gefragt, wie hoch der Stress ist. Und ich konnte mich sehr schnell daran erinnern, an ein Ereignis, was ich ihm gar nicht sagen musste. Ich habe gesagt, oh, der Stress ist so bei 9. Und dann hat er mit mir geklopft. Er hat geklopft, ich habe geklopft. Ich habe ihm nicht gesagt, ich habe das praktisch in still für mich geklopft, dieses Ereignis. Und nach 2 Durchgängen hat er dann gesagt, so, jetzt denken Sie nochmal an das Ereignis, wo ich vorher so einen Hochstress hatte. Und es war, ich glaube, es war auf 2. Also es war absolut weg. Ich glaube, wir haben dann noch einmal gemacht und dann waren alle Gefühle weg, die ich zu diesem Ereignis hatte, und nachhaltig. Also ich kann das jetzt sofort in meine Erinnerung holen, aber es kommt kein Gefühl dazu. Und das ist das, was ich oft erlebe, dass die Leute sagen, das ist wie so eine Wolke, die jetzt weggegangen ist. Ja, und nach diesem Erlebnis mit dem Herrn Sauer habe ich dann sein Buch gelesen und habe viele Bücher gelesen und habe mich informiert. Es gibt viel auch im Internet, und habe dann diese Ausbildung gemacht und habe schon ziemlich bald Mut gehabt, mit Klienten zu klopfen, weil ich dachte, ich kann denen sowas Gutes nicht vorenthalten. Und hatte da wunderbare Situationen, wo die Leute sagten, oh, meine Angst um mein Kind ist weg, oder meine Anspannung, mein Schuldgefühl. Und das hat mir total Mut gemacht, das weiterzumachen. Bis heute. Ach, schön. Mhm. Und du hast jetzt gerade gesagt, dein Stress war bei 2 oder bei 9. Was ist das für eine Skala? Von wo bis wo reicht die? Okay, diese Skalenfrage kommt so aus der Schmerzmedizin. Man sagt, 10 ist der ganz hohe Punkt, wo man sagt, das ist der äußerste Schmerz oder der äußerste Stress oder die größte Angst. Und 0 wäre dann, sie wäre weg. Oft dazu gepaart sind halt noch Gefühle, also körperliche Gefühle. Wenn ich an dieses Ereignis gedacht habe, dann hat sich bei mir hier alles zugezogen. Und nach dem Klopfen ist auch meistens dieses körperliche Gefühl weg. Das ist eigentlich ein ganz guter Indikator. Und deswegen fragt man vorher, weil man will ja wissen, wie weit ist es reduziert und wie weit muss man weiterklopfen. Ja. Und könnte es auch quasi sein, dass ich emotional schon mich gar nicht mehr so, also gar nicht mehr den Stress emotional so fühle, aber halt der Körper noch reagiert, und das wäre dann auch noch quasi nicht gut genug sozusagen. Ja, dann würde ich nochmal klopfen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, ich komme nicht mehr so an das Gefühl ran, aber mein Hals geht mir zu, dann würde ich klopfen, auch wenn mein Hals mir gerade zugeht. Also dann würde ich auch dieses Gefühl mit reinnehmen. Es ist eine sehr dynamische Arbeit, wo man halt zwischendurch fragt, was ist gerade, um das dann direkt auch wieder zu klopfen. Ja. Und als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du gesagt, man kann die Methode relativ schnell anwenden, ohne dass man eigentlich eine Ausbildung braucht. Aber du hast eine Ausbildung gemacht. Was ist, also zum einen, wie weit muss ich mich damit informieren, dass ich selber machen kann? Und was ist dann der Unterschied zur Ausbildung? Was sind die quasi Zusatzelemente, die du gelernt hast? Okay, ich habe ja auch selbst angefangen zu klopfen durch eine Live-Sitzung sozusagen, dann durch Bücher und YouTubes und so. Und eigentlich ist meine Hoffnung, dass ihr nach unserem Video es eigentlich schon könnt, dann ist es gar nicht schwer. Man muss die Punkte wissen, man muss wissen, wie sich das aufbaut. Also eigentlich kann man es ziemlich schnell lernen. In der Ausbildung geht es um Feinheiten, wie man an Traumata arbeitet, vor allen Dingen Mono, also Einzeltraumata, die man gut auflösen kann mit dem Klopfen. Man kann an Glaubenssätze rangehen, an verkrustete Glaubenssätze wie ich bin nichts wert oder ich habe nicht verdient, dass ich glücklich werde. Wahnsinn, da habe ich tolle Erfahrungen gemacht. Also dass man auch ans Denken rankommt, nicht nur an die Gefühle. Man kann Entscheidungen treffen. Zum Beispiel habe ich mit jemand die Entscheidung mit ihm geklopft, ich bin ein Nichtraucher, nach 30 Jahren. Ja? Ach, Wahnsinn. Also das, und dann da geht man wirklich an der Entscheidung. Ich entscheide das, der raucht auch nicht mehr. Man kann ganz toll Entscheidungen auch verstärken. Also das sind so die Feinheiten, die wir lernen und die mir auch ganz viel helfen für die Praxis. Und wahrscheinlich... Also ich habe auch quasi schon mal rumgeklopft, nachdem ich es mit dir selber gemacht hatte, und kam dann halt auch manchmal an so Grenzen, wo ich gemerkt habe, es passiert gerade einfach gar nichts. Oder ich weiß gerade einfach nicht, wie es weitergeht. Das ist wahrscheinlich dann, wo dann eine Ausbildung die Tiefe hast, zu wissen, was man damit macht. Da ist vor allen Dingen der Vorteil, man macht es zu zweit. Dass man im Zwiegespräch im Grunde nochmal die Gefühle kanalisiert und guckt, was ist das jetzt, was macht das mit dir, was kommt da vielleicht noch, ich sag mal, aus der Hinterhand raus. Also ich denke, da hilft es, dass man es zu zweit macht, und natürlich hilft die Ausbildung. Und ich arbeite ja schon lange mit Menschen, aber der Fred ist eigentlich Ingenieur und ich denke, man kann das lernen. Also ich denke, zu zweit geht es besser, aber es geht auch alleine, wenn man einfach weiterklopft, weil das Klopfen auch aufdeckend ist.
Also manchmal kommt man auch durch das Klopfen an ein tiefer liegendes Problem oder kommt wieder an eine Erinnerung an, die ganz verschüttet war, weil das Klopfen es aufdeckt. Und dann kann man auch alleine wieder weitermachen. Das heißt, wenn nichts passiert, einfach nochmal und dann gucken, ob es quasi dann funktioniert hat. Also das ist vielleicht auch noch das Wichtige. Wir haben keine Nebenwirkungen. Ich sage immer, die einzige Nebenwirkung ist, du verlierst vielleicht Zeit, falls es nicht klappt, aber es klappt selten nicht. Aber es gibt keine Nebenwirkungen. Wirklich gar nicht. Das heißt, man hat nichts zu verlieren, wenn man es einfach nochmal probiert. Das Einzige, wo man alleine vielleicht umso vorsichtiger sein müsste, wenn man möglicherweise an Trauma drankommt, ja, wenn natürlich. Man so also es Trauma, nicht genau weiß, da Trauma muss man echt aufpassen. Trauma würde ich auf jeden Fall sofort Stopp machen, wenn ja. Da was hochkommt, weil da muss man sehr sanft rangehen. Die Leute sollen ja nicht retraumatisiert oder angetriggert werden. Also das würde ich jetzt auch nicht über Skype machen oder so, sondern wirklich auch direkt mit den Leuten, um die Situation auch zu halten. Aber ich habe neulich mit einer Frau ein Missbrauchstrauma bearbeitet. Da habe ich eine weitere Ausbildung, die heißt TBT, Trauma Booster Techniques, eine tolle Sache. Da kommt man auch ins Lachen, da muss man sich die traumatische Situation wie einen Trickfilm vorstellen. Das ist der Hammer. Es gibt eine einzige Sequenz, wo die Leute mal dann ins Weinen kommen, währenddessen man aber immer klopft. Und am Ende hat sie gelacht und wir hatten dieses Trauma, was sie seit 20 Jahren belastet hat, wirklich aufgelöst. Und sie konnte an diesen Missbrauch denken, nur mit einer Wut auf den Täter, aber nicht mehr mit dieser starken Traumatisierung. Ja. Wahnsinn. Ja, das ist echt Wahnsinn. Ja, da würde ich gerne auch noch in meinem einzelnen Video mit dir drüber reden, weil das klingt auch nach einer super starken Technik. Spannend. Fällt dir jetzt gerade noch irgendwas ein, was wir noch besprechen sollten, bevor du vielleicht nochmal die Punkte zeigst und dann... Wichtig finde ich immer, weil die Leute, es wirkt so wie so eine komische Scharlatanerie, also wie sowas ganz Komisches, was man eigentlich nicht glauben kann. Ich sage den Leuten immer, sie müssen das nicht glauben, machen sie es einfach. Und man muss es wollen. Also ich würde jetzt nie an einer Sache arbeiten... Also wenn die Leute das Gefühl nicht loswerden wollen, würde ich da nie daran arbeiten. Ich sage immer, sie müssen wollen, dass es weggeht und sie müssen nicht daran glauben, machen sie es einfach mit. Und das würde ich jetzt auch euch sagen, die ihr das jetzt gerade seht. Einfach ausprobieren, es ist nichts zu verlieren und ihr könnt es für alles einsetzen. Ja, das sage ich vielleicht noch. Also ich klopfe sehr regelmäßig, wenn ich eine schwierige Besprechung, ich habe oft schwierige Paarberatungen, wo es so heiß hergeht, da bin ich manchmal aufgeregt, da klopfe ich vorher, auch wenn ich so aufgeregt bin wegen diesem Paargespräch. Oder wenn ich einen Zug verpasst habe und mich so saumäßig über mich selber ärgere, dann klopfe ich mich runter. Oder manchmal bin ich auch einfach mal ärgerlich auf meinen Mann und Ärger klopft die Wut weg. Ihr könnt es wirklich für alles nehmen und ihr habt eure Hände immer dabei. Deswegen würde ich einfach Mut machen, es auszuprobieren und jetzt auch mit unserem Video hier ein Stück weit zu lernen. Und es macht jetzt Sinn, quasi einfach mal mit dem mitzugehen, was wir gerade machen, auch wenn es quasi nicht auf die Zuschauer zutrifft, einfach... um mal es gemacht zu haben? Oder sollten Sie quasi direkt mal den Satz anpassen? Also Sie können jetzt auch einfach erstmal mitmachen, um es einfach zu sehen. Aber Sie können auch anstatt dem Satz, den wir nachher dann ja noch rausfinden, einfach sagen, auch wenn ich jetzt gerade so Angst habe um meine Ehe, auch wenn ich gerade Angst habe um mein Kind, was so krank ist, ihr könnt einfach das einsetzen, was euch einfällt. Oder ihr macht es im Nachhinein nochmal. Oder ihr stellt einfach den Ton ab und klopft dann danach nochmal mit. Ja. Aber ihr könnt auch euer Problem mitdenken. Und euch fragen, wie hoch ist die Skala, wo ist mein Gefühl und checkt dann ab, wie es euch danach geht. Wunderbar. Dann sollen wir einfach mal reinspringen. Du erklärst die Punkte und erklärst den Ablauf. Fangen wir einfach mal an. Wunderbar. So, wenn wir das Ganze jetzt mal auf Krankheit übertragen, weil also Krankheit hat ja ganz, ganz viele Stressfaktoren. Wie gesagt, wie du sagtest, der Stress kann krank machen oder die Krankheit kann Stress machen. Wie rum ist eigentlich egal. Wenn wir jetzt einfach mal das Beispiel von mir nehmen, als ich noch Fibromyalgie hatte und ich habe mich mit allem gestresst gefühlt, wie würde ich anfangen? Wie würde ich anfangen, ein Thema rauszupicken und wie gehe ich dann Stück für Stück durch, um die Methode auszuprobieren? Okay, es wäre jetzt natürlich spannend, was hat diese Krankheit mit dir gemacht? Hast du Angst, dass du nicht wieder gesund wirst? Hast du Angst, dass die Krankheit dich arbeitsunfähig macht? Hast du Angst, vielleicht ohne die Krankheit zu leben? Das könnte auch sein. Also im Grunde würde ich mit den Klienten jetzt rausarbeiten, was steckt hinter dem Stress, den die Krankheit macht. Oder habe ich einfach Angst vor Schmerzen oder vor zu viel Medikamenten oder vor, was heißt das für mich im Alter? Also ich würde mit dir rausarbeiten, wo sitzt hier der Stresspunkt? Müsstest du mir jetzt an der Stelle sagen, aber es lässt sich gut im Gespräch rausarbeiten. Und wenn wir jetzt mal einfach das Beispiel nehmen von, ich habe Angst, dass ich nicht mehr gesund werde, wie mache ich dann weiter, wenn ich das jetzt habe? Dann würde ich dir die Klopfpunkte zeigen, was ich jetzt auch gleich mache. Gerne. Und würde echt gerade mit dir losklopfen. Ich würde dich erstmal versuchen, das Gefühl kommen zu lassen. Sollen wir einfach mal eine Session machen? Total gerne. Und eine Frage noch gerade, weil als wir das gemacht haben, hast du mich nach einer Skala gefragt von 1 bis 10. Machst du das noch? Hat sich das geändert?
Okay, ja dann. Also ich habe jetzt einfach gedacht, wieso sollen wir nur ein Interview machen über diese wunderbare Methode? Ich bringe sie euch einfach bei, weil was soll das? Super. Es ist viel besser, ihr lernt es gerade, setzt einfach um. Ihr seht, ihr könnt ganz viele YouTubes auch sehen, wo die Leute auch direkt mitklopfen können. Also könnt ihr das jetzt hier auch mit Sophies Video machen. Ja. Okay, also ich würde jetzt einfach so mit dir arbeiten, wie ich mit jemand arbeiten würde. Auch wenn du jetzt gerade diese Krankheit nicht mehr hast, würde ich jetzt einfach so mit dir arbeiten, als hättest du sie noch. Okay, Sophie, wenn du jetzt diese Krankheit und du hast Angst, nicht mehr gesund zu werden, wie hoch, wenn 10 ganz schlimm ist und 0 ist ganz wenig, wie hoch ist deine Angst, nicht mehr gesund zu werden? Dann würdest du mir also als ich noch krank war, da war es schon bei 10. Das war schon eine Riesenangst. Richtig hoch. Das ist ein Hochstress. Und der Hochstress verstärkt natürlich die Krankheit. Das heißt, für euch alle, die ihr das jetzt schaut, schaut doch mal, was habt ihr für eine Angst, was habt ihr für ein starkes Gefühl, was euch lähmt und wie hoch ist der Stress? 10 ganz hoch und 0 ist ganz weit unten. Wie hoch ist der Stress, wenn ihr an die Krankheit denkt? Und auch wenn du jetzt an die Krankheit denkst, wo ist hier ein Gefühl? Zieht sich vielleicht meine Brust zusammen? Ist mein Bauch, liegt da was Schweres drauf? Weil oft, wenn wir Angst haben, haben wir eigentlich immer ein körperliches Gefühl dazu. Der Hals zieht sich zusammen, man wird rot, man kriegt Herzklopfen. Auch darauf lasse ich die Leute schauen, weil oft sieht man die Veränderung da noch viel schneller als bei der Skala, die manchmal so schwer zu sagen ist. Ja, ja, bei mir gerade nur die Erinnerung hat bei mir gerade ein körperliches Gefühl ausgelöst. Wow. Ich habe es wirklich so in dem Solarplexus, so bis nach hinten in den Rücken. Da hat sich gerade einmal so wirklich so eng zusammen. Und ich dachte, hui. Sophie, dann darfst du dich da gleich echt mit reinversetzen und einfach mitmachen. Ich würde euch aber jetzt, ist jetzt ein bisschen doof, ich habe euch schon ins Gefühl geholt, ich würde euch trotzdem die Punkte noch kurz zeigen, damit wir die direkt gleich losklopfen können. Wir machen am Anfang einen Einstimmungssatz, den würden wir dann mit der Krankheit machen. Und dabei klopft ihr auf die Handkante. Die Handkante, praktisch der Übergang vom kleinen Finger zur Hand. Also hier ist der erste Punkt. Ich kann euch auch nochmal dann am Ende da ein Bild mitschicken über Sophie, damit ihr es seht. Also hier ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist hier direkt am Anfang der Augenbrauen. Ich zeige euch die nachher, lehre ich es euch, wie es mit dem Klopfen geht. Dann hier auf dem Knochen neben dem Auge. Auf dem Jochbein hier unter dem Auge. Das Grübchen zwischen der Nase und dem Mund, das Grübchen unter dem Mund und zwischen dem Kinn, dann die Schlüsselbeinpunkte. Ihr geht praktisch von den Ohren mit den Händen runter, könnt ihr so denken, hier sind die Schlüsselbeine, links und rechts vom Schlüsselbein, so 2-3 cm zur Seite, sind wie so coolen Vertiefungen. Wenn ihr da reindrückt, bisschen mehr in die Mitte, Sophie, bisschen mehr in die Mitte, nee, ja. Guck mal, da sind so Vertiefungen. Also hier sind die Schlüsselbeinknochen, die seht ihr, von da nach rechts und links und dann sind hier Vertiefungen. Wenn ihr da reindrückt, sind die auch ein bisschen schmerzempfindlicher. Da klopfen wir nachher rein, das ist ein wunderbarer, heilender Punkt. Dann hier unterm Arm, also im Grunde von der Brust zur Seite und vom Arm runter, da wo die Frau den BH sitzen hat. Praktisch. Ja, sehr praktisch für uns Frauen. Männer ziehen BH an. Wir müssen die Männer BH anziehen. Genau. Dann der Übergang vom Daumen, also vom Nagel zum Daumen. Immer da, wo eine Vertiefung ist. Also vom Nagel zum Daumen. Hier, kannst du es gut sehen so? Ja. Zeigefinger vom Nagel zum Finger. Mhm. Mittelfinger vom Nagel zum Finger. Mittelfingerkuppe. Kleiner Finger, im Ringfinger sind keine Energiebahnen. Kleiner Finger vom Nagel zum Finger. Und nochmal am Ende die Handkante. Wenn man möchte, gibt es auch noch einen Punkt. Ich zeige ihn jetzt, wir machen ihn nachher nicht, weil das ist schwierig mit dem Video. Dass man hier vom Knie runter tappt bis unten an den Knöchel. Aber das ist jetzt beim Video ein bisschen schwierig, aber das ist nochmal ein guter Punkt. Okay. Macht es einen Unterschied, ob man den machen würde oder nicht? Der ersetzt einen Punkt unter der Brust, den ich ein bisschen unangenehm finde. Von daher mache ich den immer mit. Also praktisch Knieinnenseite bis Knöchel. Also Unterschenkel, da machen wir es nachher einfach mit. Also neben dem Knie anfangen, drunter bis zum Knöchel. Okay, und wir fangen immer an mit einem Einstimmungssatz. Der Einstimmungssatz beinhaltet das schwierige Gefühl. In dem Fall, wir haben uns entschieden, meine Angst nicht gesund zu werden. Und braucht immer einen Entscheidungssatz, einen positiven. Und ich mag den Satz, bin ich vollkommen okay oder schlag was vor. Man kann auch sagen, liebe und akzeptiere ich mich, wie ich bin.
den finde ich super, den liebe und akzeptiere. Das, den finde ich super persönlich, den liebe und akzeptiere. Also, der Satz wäre also, auch wenn ich Angst habe, dass ich nicht gesund werde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das wäre unser Satz. Okay. So, jetzt bitte ich euch nochmal, wir sind jetzt ein bisschen vom Gefühl weggekommen, geht nochmal an das Gefühl, ich habe Angst, ich werde nicht gesund. Guck, was macht das hier im Hals, hier in der Brust? Zieht sich hier unten zusammen? Ja, Zwerchfell bei mir. Zieht sich zusammen. Wenn ihr an den Stress denkt, du hast gesagt, er war damals 10. Vielleicht kommst du jetzt sogar wieder rein. Vielleicht ist bei jemand anders von euch 8 oder 7. Alles, was höher ist als 5, ist so, dass wir das wegmachen müssen, weil es tut nicht gut und davon wird man nicht gesund. Okay, unser Satz ist also, auch wenn ich Angst habe, dass ich nicht gesund werde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das wird unser Einstimmungssatz sein. Und dann, wenn wir die einzelnen Punkte klopfen, dann machen wir die Kurzform. Ich habe Angst, ich werde nicht gesund. Ich habe Angst, ich werde nicht gesund. Macht einfach mit mir. Okay, wir fangen an. Fühlt nochmal euer Gefühl. Schaut, wie es euch geht, damit wir, wenn wir jetzt 2 Durchgänge haben, mal schauen, wie es euch dann geht. Okay, wir klopfen hier an der Handkante. Auch wenn ich Angst habe, dass ich nicht wieder gesund werde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst habe, dass ich nicht wieder gesund werde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst habe, dass ich nicht wieder gesund werde, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Ich habe Angst, ich werde nicht wieder gesund. Meine Angst, ich werde nicht wieder gesund. Neben am Auge, unter dem Auge. Ich habe Angst, nicht wieder gesund zu werden. Ich habe Angst, nicht wieder gesund zu werden. Unter der Nase. Ich habe Angst, nicht wieder gesund zu werden. Unter dem Mund. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Ich habe Angst, nicht wieder gesund zu werden. Die Schlüsselbeinpunkte. Ich habe Angst, nicht wieder gesund zu werden. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Der Daumenpunkt. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Zeigefinger. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Kleiner Mittelfinger, ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Mittelfingerkuppe, ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Kleiner Finger, ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Jetzt machen wir nochmal neben. Ich habe den Punkt hier vergessen. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Und jetzt neben dem Knie runter bis zum Knöchel. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Und nochmal von vorne. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Neben dem Auge. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Unter dem Auge. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Unter der Nase. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Unter Mund. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Zeigefinger, dass ich wieder gesund werde. Mittelfinger, ich habe Angst, dass ich nicht wieder gesund werde. Mittelfingerkuppe. Kleiner Finger. Handkante. Innenseite Knie bis Knöchel. Atmet mal tief ein. Haltet die Luft an. Jetzt schaut mal auf euer Gefühl. Sophie, wie ist dein Gefühl? Wie ist dein Zwerchfell? Hat sich es ein bisschen entspannt? Ja, ich spüre es noch ein bisschen. Dass es noch nicht ganz weg ist, ist klar. Ja, aber es ist ein bisschen, ich fühle mich ein bisschen entspannter schon wieder. Leute, schaut mal, wie ist eure Stressskala? Wenn die eben 10 oder 8 war, ist das runtergegangen? Wie fühlt sich hier oben an? Ist euer Herz ruhiger geworden? Ist euer Bauch entspannter? Hat sich euer Bauch beruhigt? Eure Brust? Einfach mal da drauf schauen. Das heißt, wenn du eben auf 10 warst, was würdest du jetzt sagen? 7. Sieben, okay. Und ich spür's hier im Nacken.
Also mir sitzt jetzt hier gerade, irgendwas ist im Nacken jetzt. Das ist jetzt ganz toll bei Sophie. Jetzt kann man nämlich sehen, es kommt manchmal noch was dazu. Es könnte auch sein, es wäre jetzt noch ein Gefühl, was dazugekommen ist. Aber wir nehmen den Nacken mit da rein. Man kann auch dann sagen, auch wenn sich mein Bauch zusammenzieht, auch wenn mein Nacken sich verspannt, so mit 7 wäre ich jetzt noch nicht zufrieden. Deswegen finde ich, und ich glaube, bei euch fehlt bestimmt auch noch was, wir machen jetzt einfach nochmal einen zweiten Part, ja? Mhm. Okay, also. Wir machen auch nochmal ganz genau das Gleiche, aber wir nehmen mal die körperlichen Symptome jetzt von Sophie mit rein. Okay. Auch wenn ich Angst habe, dass ich nicht gesund werde. Und mein Nacken sich verspannt. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst habe, dass ich nicht gesund werde. Und mein Bauch zieht sich zusammen. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst habe, dass ich nicht gesund werde. Und mein Nacken zieht sich zusammen. Liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Meine Angst, dass ich nicht gesund werde. Und mein Nacken zieht sich zusammen. Ihr könnt dann auch was dazu sagen. Und mein Bauch zieht sich zusammen. Meine Angst, dass ich nicht gesund werde. Ich habe Angst, dass ich nicht gesund werde. Und am Mund. Ich habe Angst, dass ich nicht gesund bleibe. Siehst du, manchmal genau das. Es verändert sich beim Klopfen. Dann darfst du mal umswitchen. Meine Angst, dass ich nicht gesund bleibe. Ja, siehst du mal, das ist das Aufdeckende beim Klopfen. Jetzt habe ich es hier live erlebt. Ich habe Angst, es kommt wieder, genau. Meine Angst, dass ich nicht gesund bleibe. Meine Angst, dass ich nicht gesund werde. Zeigefinger, Daumen. Meine Angst, dass ich nicht gesund werde. Alles wiederkommt. Ja. Alles wiederkommt. Ja. Meine Angst, dass ich nicht gesund bleibe. Ja, sehr schön, Sophie. Genau so. Und die kriegen wir jetzt weg. Schön. Die Tränen sind gut. Herzlich willkommen. Meine Angst, dass ich nicht gesund bleibe. Dass alles wiederkommt. Die ganze Scheiße. Ich will das nicht nochmal durchmachen, ja? Ich habe total Angst, das kommt wieder, merke ich gerade. Die ganze Angst, dass es nicht so bleibt. Die ganze Angst, dass ich nicht so gesund bleibe. Zieh runter. Meine Angst, dass ich nicht gesund bleibe. Jetzt haben wir ein super Beispiel. Runterknopfen bis zum Knöchel. Und das Ganze machen wir nochmal. Und jetzt, was dir jetzt kommt, ich habe so Angst, die ganze Scheiße kommt wieder. Die Angst ist genau, dass diese Scheiße wiederkommt, dass mein Leben wieder crasht, und, dass ich nicht gesund bin, sehr dass gut. ich Energie habe, die Schmerzen wiederkommen. Ja. Ich habe Angst, das kommt alles wieder. Genau. Ich habe Angst, dass mein Leben wieder nicht funktioniert. Ja, dass alles wieder kommt. Dass ich das nochmal durchmachen muss. Ja, sehr schön. Es ist zwar ich habe Angst, dass ich es nicht nochmal habe. Ich habe Angst, dass ich es nicht nochmal schaffen würde. Ja, ich will das nicht nochmal schaffen. Ich habe so Angst, dass es nochmal kommt. So viel wie gut, dass das jetzt rauskommt. Es ist saugut. Ich habe so Angst, dass das wiederkommt. Ich habe so tierische Angst, dass das wiederkommt. Das ist Existenzangst. Ich würde das nicht nochmal schaffen. Ja? Ich überlebe das nicht nochmal. Ich kann das nicht nochmal schaffen. Ich würde es nicht nochmal aushalten. Ja. Ich hätte die Kraft nicht nochmal. Zeigefinger. Sehr gut. Ja, schnauf mal weiter. Wird man diese schöne Energie wieder verlieren, ja. Das schöne Leben wieder verlieren. Ich habe total Angst, dass ich das alles wieder verliere, was ich jetzt wieder gefunden habe. Sehr gut. Siehst du, so ist jetzt rausgekommen. Wunderbar, kleiner Finger. Ich habe so Angst, dass die ganze Scheiße wiederkommt. Das würde ich nicht aushalten. Ich habe Angst, dass es mir mein Leben wieder wegnimmt. Ja. Dass es mir alles Schöne wieder wegnimmt. Ja. Okay, Knie runter. Ich habe Angst, dass alles Schöne wieder weg ist und das Gleiche wieder kommt. Sehr gut. Atme mal tief ein, halt die Luft an. Okay, sag mir mal jetzt, das war jetzt aufdeckendes Klopfen. Schau mal, was macht gerade dein Körper? Was macht dein Nacken? Dein Nacken ist eben dazugekommen, da kam schon die alte Angst. Der ist wieder weg. Mein ganzer Körper kribbelt. Das ist wunderbar, da löst sich gerade was auf. Ja, das heißt, ich wusste gar nicht, dass ich diese Angst habe. Ich dachte nicht. Es macht auf. Guck, du lachst schon. Wunderbar, wir machen das jetzt auch nochmal. Ich habe dich eben die Skala gar nicht fragen können. Wie groß ist deine Angst, dass du es wieder kriegst, jetzt gerade? 3. Schon so runtergeklopft. Okay. Das ist total hintergerast. Ihr Leute habt jetzt gerade eine Live-Klopf-Akupressur-Session mitbekommen und genauso kann es sein. Es macht auf und je stärker das Gefühl hochkommt, desto besser kriegt man es weg, ja? Saugeil. Okay. Super. Muss dann gucken, ob du es überhaupt dann live machst, aber saugut. Okay, wir machen das Ganze jetzt nochmal.
Einfach auch, weil es ja auch eine gute Demo jetzt ist, was wir jetzt gerade gemacht haben. Wir klopfen also auch nochmal die Einstimmungspunkte, auch wenn du schon auf 3 bist, ist egal. Was hast du gerade noch körperlich? Es ist wirklich dieser ganze, mein Gesicht kribbelt. Gut, da löst sich schon auf. Aber du hast gar keine Anspannung mehr? Nee, das Kribbeln wandert gerade so durch meinen Körper, durch meine Arme. Eigentlich müssten wir jetzt gar nicht noch eine Phase machen, aber wir machen es jetzt einfach auch für euch Leute, dass ihr das nochmal seht. Das war jetzt wunderbar, ganz toll. Und am Ende könnte man das jetzt verfestigen? Könnte man jetzt anstatt diese Angst zu klopfen, irgendwie klopfen, das Gegenteil, dass ich, weil ich will, dass es da bleibt, könnte ich das einfach ändern? Das positive Klopfen. Pass auf, wir machen jetzt, weil wir gerade in einer tollen Demo sind, vom negativen Klopfen, wir machen das jetzt einmal durch, dann wird es jetzt ein bisschen länger. Wir machen das jetzt einmal durch und weg, ja? Und wir verfestigen das. Leute, ihr müsst dann hier klopfen zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger, diesem Knopfen, diesen Punkt. Wir verankern das nämlich gleich im Gehirn. Wir verankern das zwischen rechter und linker Gehirnhälfte. Ich sag dir dann, was du mit deinen Augen machst, sage ich euch allen und ihr macht's mit. Und dann machen wir nochmal positives Klopfen. Aber dann machen wir eine extra Runde. Das lohnt sich, das nochmal schön zu machen. Okay. Alles klar. Auch wenn ich merke, dass ich Angst habe, dass es wiederkommt. Wenn ich merke, dass ich Angst habe, dass es wiederkommt. Liebe und akzeptiere ich mich so. Liebe und akzeptiere ich mich so. Du kannst meinen Satz selber machen. Hopp. Auch wenn ich Angst habe, dass es alles wiederkommen könnte, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst habe, dass diese Scheiße wiederkommt, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch wenn ich Angst habe, dass ich, dass ich mein Leben so wieder verliere, dass ich es nicht mehr schaffe, dass ich in finanzielle Schwierigkeiten gerate, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Wunderbar. Jetzt mir die ganzen Sachen werden im Klopf. Ich habe einfach Angst, es kommt wieder. Ich habe Angst, dass es wiederkommt und dass es mir alles Schöne, was ich gewonnen habe, wegnimmt, dass es alles, dass es mir mein Leben wegnimmt, dass es mir meine Freunde wegnimmt, dass es, dass ich es nicht aushalte, dass es mein Umfeld nicht aushält, dass ich es mit meinen Jobs nicht aushalte, dass ich nicht schauspielen kann, dass ich mein Schauspiel wieder verliere. Das wäre mein größter Albtraum. Oh Gott, ja, da kommt dran. Wird alles nicht so sein, aber bleib mir mal in der Angst, wir kriegen die weg. Ja, genau, okay. Dass ich die Angst loswerden will, dass ich kann spielen, ich kann mich drauf konzentrieren, mein Leben ist endlich da und ich kann meine Träume leben. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass es alles wieder weg ist. Ja, ich habe Angst, dass ich nicht jetzt meinen Fokus auf meinen Träumen haben kann, dass ich habe Angst, dass ich nicht andere unterstützen kann, dass es jetzt, ich habe mich so damit abgefunden, dass ich jetzt anderen helfen kann und dass das wieder weg ist, dass ich plötzlich wieder mit mir beschäftigt bin. Ich will nicht wieder mit mir beschäftigt sein. Ich habe Angst davor, dass es wieder um mich geht, um meine Krankheit. Ja. Dass es wieder um mein Leben geht. Ich will nicht, dass es um mein Leben geht. Es ist vorbei. Es soll vorbei sein. Es ist, muss vorbei sein. Dieses Thema ist abgeschlossen, abgehakt, finito. Ich hab da Angst vor, dass es wiederkommt. Es darf nicht wiederkommen. Knie runter. Es darf nicht wiederkommen. Es darf nicht wiederkommen. Ich habe Angst, dass es wiederkommt. So, wir verankern das jetzt praktisch in deinem Gehirn, in eurem Gehirn. Klopft bitte hier dazwischen. Okay, jetzt gebe ich dir Anweisung, weil ich kann es nicht gut zeigen. Bitte nur mit den Augen gucken und nicht mit dem Kopf. Stell dir eine lange Linie auf dem Boden vor, von ganz rechts bis ganz links. Und diese Linie gehst du mit den Augen nach. Wir klopfen dabei. Meine Angst, dass es wiederkommt. Mehrmals? Oder die ganze Zeit weiter klopfen. Du guckst einmal lang diese lange Linie, von der einen Seite zur anderen Seite. Wenn du da aufgehört hast, machst du von da einen großen Kreis nach oben. Mit den Augen. Schöner, langsamer, großer Kreis. Meine Angst, dass es wiederkommt. Und weiter dabei klopfen. Und nur mit den Augen, nicht mit dem Kopf. Meine Angst, dass es wiederkommt. Wir verbinden jetzt rechte und linke Gehirnhälfte und verankern das. Meine Angst, dass es wiederkommt. Und ich sag dir, es wird nachhaltig weg sein. Und jetzt gehst du den Kreis, wenn du ihn gemacht hast, wieder ganz zurück. Runter und den ganzen Kreis zurück mit den Augen. Meine Angst, dass es wiederkommt. Die will ich nicht mehr haben. Großer Kreis. Großer Kreis bis zum Ende. Okay. Dann guck mal geradeaus. Jetzt zum irgendein Lied, was dir einfällt. Mhm. 10 mal 22 bis 15 zurück. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Nochmal summen. Atme mal tief ein, halt die Luft an. Uff. Okay. Wie groß ist deine Angst, dass du es wiederbekommst? Schau mal. Zwischen 1 und 2. Könnte man jetzt mit leben? Könnte man noch eine Folge nochmal klopfen? Aber wir machen ja nochmal positiv, müsste weg sein. Wie fühlt sich gerade dein Körper an? Was ist mit deinem Nacken, mit deinem Solarplexus? Mein Nacken fühlt sich gut, mein Solarplexus fühlt sich gut. Ich habe überall alles kribbelt. Ja, das ist geil. Da löst sich alles aus, die Anspannung. Genau, das ist super.
Die Leute sagen manchmal, das ist wie, wenn ein Fuß eingeschlafen ist, ja? Ja, genau. Es kommt fast schon wie vom zu vielen Atmen, so dieses Gefühl, was sich dann einstellt. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ja, ganz viel in den Wangen. Hier und im Kopf hier hinten. Aber das heißt, es entspannt sich. Wunderbar. Okay. Ja. Weißt du, was jetzt... Es fühlt sich auch nicht negativ an. Also es ist ein positives Gefühl. Nein, das ist so wie so, der Schlaf ist erwacht, ja? Wunderbar. Ja. Super, das war jetzt perfekt. Wir machen jetzt, weil du mich gefragt hast, ob wir noch positiv klopfen können... Dafür macht man so eine Ausbildung, um diese ganzen Sachen zu lernen. Machen wir das jetzt einfach noch. Und zwar, wir könnten jetzt einfach klopfen, auch wenn da noch ein bisschen Angst ist, weiß ich, ich habe das überwunden. Und im Grunde, wenn wir dann die ganzen Punkte klopfen, sagst du alles Positive. Ich weiß, ich habe das jetzt geschafft, ich bin das los und ich bin mir ganz sicher, es kommt nicht mehr und ich habe dann eine tolle Heilung erlebt und ich brauche keine Angst mehr. Also du machst dir richtig positive Zureden. Das Klopfen verstärkt alles. Es verstärkt so, dass es die Ängste wegnimmt, es verstärkt aber auch das Positive, ja? Und das, wir setzen das jetzt nochmal drauf, okay? Das ist spannend, wenn du sagst, es verstärkt alles, dass es dann nicht die Angst verstärkt, aber die Angst löst. Das finde ich spannend. Positive nochmal ein. Wir machen aber trotzdem nochmal einen Einstimmungssatz. Ja. Auch wenn da noch ein bisschen Angst ist, dass es wiederkommt. Auch wenn noch ein bisschen Angst ist, dass es wiederkommt. Weiß ich habe das überwunden. Ich habe das geschafft. Und ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Und ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Auch wenn noch so ein bisschen Angst ist. Obwohl ich noch ein bisschen Angst davor habe, dass es wiederkommen könnte, weiß ich habe es geschafft. Und ich liebe und akzeptiere mich so. Genau, ruhig noch einmal, drei liebe ich immer. Auch wenn ich noch ein kleines bisschen Angst habe, dass es wiederkommt, ich weiß, dass es nicht so ist und ich liebe und akzeptiere mich genauso, wie ich bin. Jetzt klopfen wir zusammen die Punkte und du verstärkst das jetzt positiv. Ich weiß, ich habe das überwunden. Ja. Ich will die Angst nicht mehr haben. Ich habe es geschafft. Die Angst kann ich loslassen. Ich brauche sie nicht mehr. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Ich habe es geschafft. Ich liebe mein Leben. Ich fühle mein Leben. Ich lebe mein Leben. Ich kann endlich spielen und schreiben und meinen Job machen, wie ich Lust habe. Und ich habe Freiheiten. Ich fühle mich frei. Ich fühle mich vollständig. Ich fühle mich endlich ich. Ich kann mich endlich akzeptieren. Ich kann endlich meinen Körper akzeptieren. Ich bin endlich eins. Ich bin glücklich und ich bin gesund und ich bin dankbar und ich bleibe gesund und da kommt nichts wieder und ich bin komplett schmerzfrei und keine Erschöpfung und die Angst kann verschwinden und es ist einfach, ich habe ein saugeiles Leben. Ich kann das Alte wirklich zurücklassen und ich habe davon nur gelernt. Das Alte, ich kann nur noch die positiven Lerneffekte mitnehmen und den letzten Scheiß, der kann einfach wegbleiben. Genau. Und ich kann jetzt nur Leuten davon erzählen, wie gut es ist und was mir geholfen hat. Ja. Ich kann einfach nur weitergeben, was ich gelernt habe und hoffentlich anderen noch helfen. Und ich kann es genießen, ich kann mein Leben genießen. Ich habe Energie und die Energie bleibt. Ja. Die geht auch nicht mehr weg. Ja. Ich habe Energie. Ich habe Energie. Ich habe Energie, ich bin glücklich, es ist... Zum Üben nochmal, weil es ist so schön, dich zu hören, okay, und alle sehen es. Ist so schön, das gerade zu fühlen. Ja, und ich fühle mich gut und mein Nacken ist entspannt. Und bin schmerzfrei. Ja. Mein Nacken ist frei, meine Angst ist weg, mein Stress ist weg. Ich kann mein Leben leben, ich kann dankbar mein Leben leben, ich kann aufwachen, ich kann morgens... ohne Wecker aufwachen. Das ist und das bleibt. Und ich muss keine Angst mehr haben, dass das kommt. Ich lasse das los. Bleibt. Ich lasse das los. Ich bleib gesund. Ich bin stark. Ich bin gesund. Stark. Ich lass bin ich. Mehr nee, gibt's nicht mehr. Mein Leben, meine Gesundheit. Ich gebe es weiter. Ich habe die Macht. Ich habe die Macht über meine Angst. Ich habe die Macht über meinen Stress. Ich bin selbstbestimmt, ja? Ich kann es loswerden. Ich bin selbstbestimmt. Ich bin selbstbestimmt. Ich werde nicht mehr von außen bestimmt. Ich bin selbstbestimmt. Ja. Ich bin gesund. Ich bleibe gesund. Und ich liebe... Knie runter zum Knöchel. Liebe mein Leben. Ich liebe mich. Ich liebe mich und meinen Körper. Genau wie es ist. Das machen wir jetzt auch noch fest in deinem Gehirn. Das heißt, hier klopfen. Wir verankern das und das bleibt nachhaltig. Das kann ich dir zusagen. Okay. Okay, so. Mach mal die Augen zu kurz. Das haben wir eben vergessen. Und wieder auf. Und denkt ihr wieder den langen Strich auf den Boden und guckt den von einer Seite zur anderen. Ihr könnt euch aussuchen, von welcher zu welcher. Langer Strich auf den Boden denken. Hey, ich bleib gesund. Ich habe Energie und die bleibt auch. Und ich brauche keine Angst mehr haben. Wenn du da angekommen bist, einen großen Kreis nach oben. Einen großen Kreis, nur mit den Augen, nicht mit dem Kopf. Einen großen Kreis. Ich bleib gesund. Ich bin okay. Ich muss keine Angst mehr haben. Und ich kann klopfen. Wenn irgendwas kommt, dann klopfe ich. Ja! Ja! Und wieder zurück den Kreis. Großer Kreis zurück, ganzer Kreis. Manchmal blockiert das ein bisschen, da sind so Blockaden in unserem Gehirn.
Weiter, 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 großer Kreis. Ich bin gesund, ich bleib gesund. Ich bin jetzt gesund. Ein Lied. Mhm. Wenn ihr den Kreis rum habt, machen wir es für unsere Gefühlsgehirnhälfte. Summen. Mhm. Ich gucke gerade aus, summen, oder? Ja, das kannst du gerade ausgucken. Okay. Summen, irgendwas. Zehnmal von 15 bis 7, irgendwas zählen, rechnen. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Und nochmal summen. Tief einatmen, Luft anhalten. Okay, wie fühlst du dich? Oh, herrlich. Hast du Kopf? Wie geht's dir körperlich? Ich krieg so ein Glücksschweil. Geil. Aber ey, das ist jetzt eine tolle Live-Session. Ich bin ganz stolz. Ich will die Endorphine in mich reinschießen. Ja. Schade, dass du jetzt nicht mit Leuten feiern kannst, weil wir gerade nicht raus können. Gott. Aber ist egal, das kannst du mit dir selber. Okay. Wie hoch? Der Stress war eben bei 10. Bei wie viel ist er noch? 0. 0. Aufgelöst. Das war jetzt perfekt. Siehst du, du bist an was rangegangen, nur für eine Demo. Und durch das Klopfen haben wir aufgedeckt, da ist noch was drunter, wo du gar nicht reingeguckt hast und konnten das jetzt auflösen. Ich finde es perfekt, toll. Ich bin stolz auf dich, stolz auf mich. Das haben wir gut hingekriegt. Super, super. Das war jetzt auch überzeugend, das war jetzt nichts Gestelltes, ja? Ja. Vor allem, ja, wirklich spannend, weil ich schon dachte, so, ich habe jetzt ein Thema, was hier nur in der Erinnerung so ein bisschen was auslöst, aber es ist ja gar kein Vergleich mehr und jetzt irre. Ich habe Fragen. Was ist das Ende? Was, wenn du sagst, wir verbinden die Gehirnhälften, was ist so ein... Also könnte man jetzt nicht mit Kinesiologie auseinandersetzen. Wir haben praktisch in der rechten Gehirnhälfte ist mehr so unser Gefühlsteil, in der linken ist mehr so der Denker, also ganz grob. Und wir verbinden die im Grunde. Da gibt es ja auch so kinesiologische Sachen, macht man auch schon mit Kindern. Wir verbinden im Grunde rechte und linke Gehirnhälfte und verankern das dadurch. Das machen wir einmal mit diesen Augenbewegungen. Beim EMDR ist das auch so. Da gibt es so Augenbewegungen oder mit so... EMDR ist eine Methode in der Traumabehandlung. Teilweise haben die auch so wie so kleine Mini-Stromschläge, wo das immer rechts, links geht. Oder die machen so Augenbewegungen. Ist jetzt zu viel zum Erklären. Aber es verbindet immer rechte und linke Gehirnhälfte. Das Summen geht wieder ins Gefühl, das Zählen geht ins Denken. Das Summen geht wieder ins Gefühl. Das ist dieses Komische mit Summen, Zählen, Summen. Und damit verankert man das nochmal. Das ist einfach, also ich kann dir jetzt eigentlich versprechen, dass das Gefühl wegbleibt. Also alle meine Gefühle, die ich mal, oder Ängste, die ich weggeklopft habe, sind nie mehr wiedergekommen. Irre. Das ist Hammer. Also ich finde, die Methode sollte einfach jeder kennen. Und das die kannst du jederzeit machen. Immer, wenn du in einer Hochspannung, im Stress bist. Und Leute, wenn ihr krank seid, Stress ist das Schlechteste fürs Immunsystem, fürs Gesundwerden. Wir brauchen alle Kraft zum Gesundwerden und nicht für die Angst und den Stress. Ja, und dann hat man ja zwei Probleme. Dann hat man die Krankheit und den Stress über die Krankheit. Und es reicht ja, dass man eins zu lösen hat. Und ich glaube, dass viele Krankheiten Stress gemacht sind. Ja, oder durch Stress verstärkt werden zumindest. Im Grunde, wenn wir uns jeden Tag klopfen, also ich klopfe mich sehr regelmäßig, dann bewahren wir unseren Körper, unsere Seele, unser Hirn vor diesen Stresserkrankungen. Ja? Also es ist auch wirklich was Vorbeugendes. Ich kann nur empfehlen, klopf jeden Tag, dauert 5 Minuten. Man könnte dann einfach klopfen, auch wenn ich ein bisschen Angst vorm Alltag habe oder wenn ich keine Lust habe, heute meinen Chef zu sehen. Also jedes kleinste Popelproblem bringt aber diese Beruhigung ins Gehirn. Ja? Man findet immer was. Ja, mit Sicherheit. Und wir haben jetzt zwischendurch Punkte vergessen, das macht nichts. Das habe ich so jetzt einfach aufgegriffen. Ich war auch einmal durcheinander, weil ich ein bisschen aufgeregt bin. Also ich würde dir gerne nochmal dann die Anleitung praktisch, dass du die nochmal anhängen kannst. Ja? Das wäre ganz gut. Ja. Wenn man Punkte vergisst, ist nicht schlimm. Das kann ich euch überhaupt sagen, wenn ihr aufgeregt seid, wenn ihr irgendeinen Stress habt, klopft einfach welche von diesen Punkten. Ihr müsst nicht immer die Sätze machen. Also es reicht schon. Also was ganz gute Punkte sind bei einer Hochangst oder einem Hochstress, ist die Handkante, die kann man auch so klopfen oder so, Handkante, dann unter den Augen und Schlüsselbeine. Für auf Deutsch H, unter dem Auge unter AU, Schlüsselbein, Haus. Also so merke ich mir das. Einfach, 30 Mal, boah, scheiße, jetzt habe ich den Zug verpasst. Oh Mann, so ein Ärger, buh, oh mein Chef, ich könnte kotzen. So lange, bis man runtergeklopft hat. Ja? Also du kannst, alle Punkte sind hilfreich. Das ist super. Und wenn jetzt jemand, der zuguckt, sagt, ich würde das gerne mal mit jemandem machen, bietest du auch Sessions an? Du hast gesagt, du machst mit Leuten in der Praxis. Würdest du es im Moment und auch online machen? Oder ja, natürlich halt, würde ich es. Je nach Thema sozusagen. Ich habe es ja mit dir auch schon online gemacht. Ja, genau.
Aber du hast gesagt, je nach Thema, wenn es halt in die Tiefe geht. Also mit Trauma würde ich jetzt nicht, würde ich nicht so behandeln. Ich würde Trauma vielleicht behandeln, wenn jemand bei derjenigen dabei ist oder bei demjenigen und dann klopft an den Menschen. Aber okay. Im Moment, natürlich würde ich es online machen. Klar, das geht gut. Hab ja jetzt gerade live gesehen, das ist gut. Ja, wunderbar, das stimmt. Gut, weil dann würde ich einfach mal sämtliche Links von dir auch einfach in der Videodescription verlinken und vielleicht melden sich dann hier Leute. Gerne. Die dafür Hilfe brauchen. Und sonst schaut bei euch in der Stadt oder so. Ich meine, im Moment jetzt geht es nicht, dass man raus kann, aber es gibt überall mittlerweile Leute, die Klopfakupressur oder EFT anbieten, ja? Ja. Muss man einfach suchen. Bei uns hier bin ich die Einzige, aber ich denke, in London mit Sicherheit gibt es da einige, ja. Weil also natürlich es live viel schöner ist. Okay. Das stimmt. Super. Okay. Sophie, freut mich, dass du jetzt freier in den Tag gehen kannst. Ja. Und weißt du was, immer wenn ich mitklopfe, mir tut es auch gut. Ich bin jetzt total entspannt. Ich war ja vorher so aufgeregt wegen unserem Video und jetzt, ich bin total entspannt. Hab mich wenn man sich mitklopft, entspannt es immer. Super. Okay. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Klopft euch. Probiert's aus. Ihr habt nichts zu verlieren, außer ein bisschen Zeit. Es gibt keine Nebenwirkungen. Es kostet nichts. Man hat es immer dabei. Einfach klopfen. Alles Gute. Okay. Gut. Tschüssi.